Die neue Mercedes C-Klasse haben wir bereits im Detail vorgestellt. Jetzt jedoch habe ich während einer anderen Fahrveranstaltung die Möglichkeit, mit dem C-Klasse Plug-in-Hybrid zu fahren. Und zwar 100 Kilometer, nämlich von hier Immendingen Testzentrum zum Züricher Flughafen. Und die Gelegenheit nutzen wir, um zu gucken, ob der wirklich rein elektrisch so weit kommt, wie Mercedes sagt. Denn es sind tatsächlich selbst nach WLTP mehr als 100 Kilometer, die hier im Datenblatt stehen. Es gibt während der Fahrt nicht so viele Infos wie normalerweise zum Auto. Denn es geht hier wirklich nur darum, wie weit fahren wir rein elektrisch und was für einen Gesamtverbrauch haben wir am Ende unserer Fahrt. Und das schauen wir uns jetzt an. Jetzt geht's los. Wir fahren jetzt von Immendingen nach Zürich zum Flughafen. Aktuell ist unser Akku bei 97% und damit sollten wir vielleicht sogar 100 Kilometer elektrisch schaffen. Bin mal sehr gespannt, wo wir dann tatsächlich am Schluss landen. Wenn wir jetzt reinschauen, also 0 Liter auf 100 Kilometer ist die aktuelle Anzeige und ich freue mich tatsächlich aufs Ergebnis. Mal gucken, ob er die 100 Kilometer zumindest ankratzt. So, jetzt haben wir 39 Kilometer hinter uns. Wir fahren gleich von der Autobahn runter und sind bis jetzt komplett elektrisch gefahren. 0,0 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. 78 Kilometer pro Stunde waren wir schnell und wir sind eben genau diese Zeit rein elektrisch unterwegs. Er zeigt aktuell an 15,9 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Bin mal gespannt, wie weit wir noch kommen. Wenn man übrigens mit so einer C-Klasse unterwegs ist, dann ist das etwas, gerade wenn ihr elektrisch fahrt, wo ihr euch wirklich an ein sehr komfortables Fahren gewöhnen könnt. Denn das ist am Auto, wenn nicht gerade wie jetzt die Klimaanlage so pustet, extrem ruhig. Man kann es hier richtig genießen. Ist einfach eine sehr angenehme Fahrt und auch der gesamte Bereich des teilautonomen Fahrens tut noch was dazu, nämlich, dass ihr euch so gar nicht mehr 100% fokussieren müsst. Ihr könnt einfach entspannt Auto fahren, denn dieses Thema Distronic, das macht alles einen sehr, sehr guten Job. Der Wagen bleibt in Ruhe auf seiner Spur, der hält vernünftig den Abstand zum Vordermann, er erkennt automatisch die Geschwindigkeitsbegrenzung, passt den Tempomaten entsprechend an. Wirklich sehr, sehr angenehm. Und da ist die C-Klasse, ja, wie ich finde, einfach gewachsen. Ist heute ein größeres Auto, im Kopf zumindest, mit dem ihr sehr wohl auch lange Strecken sehr entspannt genießen könnt. Dieser Plug-in-Hybrid, der hat gar nicht so wenig Leistung, denn wir haben ja aus dem System heraus, also aus der Kombination von Verbrenner und Elektromotor, bis zu 312 PS maximale Leistung, on top 550 Newtonmeter Drehmoment. Und das reicht immerhin für eine Höchstgeschwindigkeit von 245 Kilometern pro Stunde. Also man kann mit dem schon relativ flott unterwegs sein oder so wie wir eben jetzt sehr, sehr sparsam. Denn ich knacke jetzt gleich die 50 Kilometer Grenze, bin immer noch bei 0,9 Liter auf 100 Kilometer. Also nochmal wiederholt, 0,0 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Und 44 Minuten unterwegs und wir sind gar nicht so langsam, 68 Kilometer pro Stunde im Durchschnitt. Aktueller elektrischer Verbrauch, der angezeigt wird, 15,6 Kilowattstunden je 100 Kilometer, auch kein schlechter Wert. Aber wie gesagt, das sind erst 50 Kilometer, er soll über 100 fahren, wir sind nicht mit dem ganz vollen Akku los. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, wo und wann vor allen Dingen das erste Mal der Verbrenner einsteigt. Eine Sache, die übrigens auch neu ist in der neuen C-Klasse, ist das Thema Anzeigen. Ich habe jetzt zum einen hier vorne immer ein digitales Cockpit. Ich habe aber auch, und das finde ich wirklich wichtig und neu, in der Mittelkonsole ein hochformatiges Touchscreen. Und das Schöne hier ist, dass es wirklich nicht nur optisch sehr angenehm und schön und ordentlich und aufgeräumt, sondern sehr, sehr gut zu bedienen. Und MBUX inklusive Sprachsteuerung gibt es noch obendrauf. So, 75 Kilometer haben wir geschafft. Wir haben aktuell 15,3 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer als Verbrauchsangabe, denn wir haben immer noch 0,0 Liter und das bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 73 Kilometern pro Stunde. Meine Batterie zeigt mir an, Restreichweite elektrisch, Achtung, 42 Kilometer. So, jetzt kommt hier gerade mein Blindspot Assist und sagt, du darfst da gar nicht rüber, machen wir trotzdem. Ja, und ich bin echt mal gespannt. Sie haben jetzt, wie gesagt, 75 Kilometer und ich habe laut Batterie noch reichlich Kilometer über. Mal gucken, das schaffen wir sogar die ganze Strecke rein elektrisch. Jetzt sind wir schon mal 90 Kilometer, immer noch fast komplett elektrisch, denn wir haben mittlerweile 0,1 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Der Verbrenner war zwischendurch ganz kurz mal an und 90 Kilometer, aber sind wir bisher rein elektrisch unterwegs. Und da kann man eigentlich überhaupt nicht meckern. Eine Stunde 12 rein elektrisch gefahren, eine Stunde 13 Gesamtfahrzeit. Ich denke, das ist schon ein sehr, sehr ordentlicher Wert und der Akku war, wie gesagt, beim Starten nicht ganz voll. Aktuell fährt er wieder rein elektrisch. Ich warte jetzt noch mal die letzten Kilometerchen ab. Wir haben es aber nicht mehr weit. Noch knappe 10, dann sind wir am Ziel. Jetzt sind wir gleich am Ziel und haben jetzt 102 Kilometer hinter uns. Mal kurz eben runterscrollen, dass wir was mehr sehen. 0,1 Liter nach wie vor, also wirklich gut. 14,8 Kilowattstunden auf 100 gefahrene Kilometer. Ihr habt immer noch 20% Rest im Akku. Was sei jetzt unerwartet.
Und ich bin nicht langsam gefahren. Die ganze meiste Zeit Tempomat, alles komplett entspannt. Ich denke mal, da kann man einfach mal festhalten, da gibt es nichts zu meckern, wenn wir über einen Plug-in-Hybrid reden, bei dem wir sagen, er soll, ich glaube, 110 Kilometer nach WLTP elektrisch fahren. Wir haben jetzt 103 und haben noch 20% Akku. Worauf ich jetzt nicht geachtet habe, ist so ein bisschen das Thema Höhenmeter, aber ich glaube, so groß kann der Unterschied gar nicht sein. Ja, ich fasse das gleich nochmal zusammen. Bis hierhin finde ich, dass das eine gelungene Vorstellung. Das war meine kurze Probefahrt in der neuen Mercedes C-Klasse und zwar im Plug-in-Hybrid. Und wie am Anfang gesagt, ging es darum, wie weit kommt der tatsächlich elektrisch. Mercedes verspricht 110 Kilometer nach WLTP. Und wir sind losgefahren mit einem nicht ganz vollen Akku. Hier angekommen noch über 100 Kilometer und ich habe noch 19% Rest im Akku. Ich denke, wir hätten wahrscheinlich 130 locker geschafft. Und damit würde ich sagen, overall eine wirklich gelungene Vorstellung. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Natürlich gerne die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wenn ihr mehr zur C-Klasse sehen wollt, guckt euch doch bitte einfach das passende Review an. Den Link findet ihr hier.